Hallo Freunde! Wir leben im besten Deutschland aller Zeiten und ab und zu wird mir ein Artikel in die Timeline gespült, der genau diesen Eindruck wieder aufs Neue bestätigt. Focus Online. Du mir nicht sagen, du Deutsch. Zoff mit Migrantenjungs im Kindergarten. Erzieherin packt aus. Eine Erzieherin berichtet über Respektlosigkeit, Rohheit und Bedrohung im Kindergarten durch Migrantenkinder. CDU-Chef Merz, oh. Als gäbe es niemand anderen, der so etwas kritisiert. Gibt's da irgendwie eine gesamte Partei, die diese Meinung hat? Er hätte in der Vergangenheit bereits auf diese Probleme mit ihnen hingewiesen und wurde für seine Wortwahl kleine Paschas heftig kritisiert. Doch schon in Kindergärten herrschen zum Teil unfassbare Zustände, schreibt der Fokus. Das will schon was heißen. Die Informantin will lieber anonym bleiben. Der Name der Einrichtung, in der sie bis vor kurzem gearbeitet hat, darf nicht genannt werden. Der Grund ist einfach, meine früheren Kolleginnen haben Angst. Richtig Angst. Jetzt frage ich mich an dieser Stelle, vor was haben die denn Angst? Haben die vor den Klientel Angst? Vor den Eltern des Klientels? Oder haben sie Angst vor der Antifa? Oder Angst davor, ihren Job zu verlieren? Oder alles von diesen? Wer weiß, keine von ihnen wolle den Mund aufmachen, weil das vermutlich böse Konsequenzen hätte. Im besten Deutschland aller Zeiten, füge ich hinzu. Tatsächlich geht es um ein hochbrisantes und politisch heikles Thema, über das in Deutschland bislang kaum gesprochen wird. Nein, gar nicht. Ist ja nicht so, als gäbe es eine ganze Partei, die das zu einem ihrer Kernthemen erklärt hat, die aber in der gesamten medialen und journalistischen Welt komplett ausgegrenzt wird. Der Grund, aus dem kaum darüber gesprochen wird, ist, dass man diese Stimmen nun mal nicht in irgendeiner Art und Weise eine Plattform gewährt. Im März 2022 hatten von den rund 2,63 Millionen Kindergartenkindern zwischen 3 und 7 Jahren rund 820.500 einen Migrationshintergrund, also knapp ein Drittel, 31,2%. Ich muss an dieser Stelle erneut hinzufügen, so eine Art Wechsel, demografischer Wandel oder so etwas in dieser Art ist natürlich eine rechtsextreme Verschwörungstheorie. Migrationsanteil in Kitas bei 31,2%, in Brennpunkten weit höher. Wer hätte es gedacht? In einigen Einrichtungen, etwa im Rhein-Main-Gebiet, in Teilen Baden-Württembergs übrigens, füge ich hinzu, ich glaube grün regiert zum Teil, oder in Ballungsräumen Nordrhein-Westfalens liegt der Anteil von Kindern mit mindestens einem ausländischen Elternteil, ausländisch, also noch nicht mal deutscher Pass, weitaus höher. Zum Teil bei deutlich über 70%. Ja gut, da würde es sich ja schon fast mehr lohnen, einfach eine syrische Erzieherin zum Beispiel einzustellen. Die Auswirkungen auf den Alltag von Kindern und Kita-Mitarbeitenden sind mitunter erheblich, schreiben sie hier. Eine Erzieherin aus Baden-Württemberg wandte sich an Focus Online, um über ihre Erfahrungen zu sprechen. Vor wenigen Monaten reichte sie nach jahrelanger Tätigkeit ihre Kündigung ein, weil sie die Situation in ihrer Kindertagesstätte nicht länger ausgehalten hat. Mittlerweile arbeitet sie in einer anderen Einrichtung, in der es weit weniger schlimm zugeht als in dem Brennpunkt-Kindergarten, in dem sie sich am Schluss wie eine Wärterin gefühlt hat. Weswegen geht es denn dort schlimm zu? Gibt es eine spezielle Gruppe unter den Kindern, die für Probleme sorgt, und geht es in Einrichtungen, bei denen diese Gruppe nicht vorhanden ist, besser zu für sie als Erzieherin? Wir werden es wahrscheinlich noch erfahren. Wir überspringen mal den Teil, in dem es mal wieder um Merz und kleine Paschas geht, als wäre er die einzige Person in Politik und Amt und Würden, die diese Zustände kritisieren würde, aber selbst Mitglied der Partei ist, die vor einigen Jahren genau diese Zustände herbeigeführt hat. Deswegen finde ich diese Kritik durchaus nicht besonders authentisch, weil dann hätte man sich ja schon damals dagegen stellen können. Probleme gibt es nicht nur in Schulen. Probleme gibt es offenbar schon in vielen Kindertagesstätten. In der Einrichtung haben 80% der Kinder einen Migrationshintergrund oder sind Flüchtlingskinder, sagt die Erzieherin über ihre alte Arbeitsstätte. Das führe immer wieder zu Konflikten. Verstehe ich gar nicht. Ich dachte, Vielfalt ist unsere Stärke und das funktioniert alles ganz gut und die bringen Rezepte von zu Hause mit und alle halten sich in den Händen und freuen sich. Na, anscheinend nicht. Viele Kinder sind belastet durch Kriegs- und Fluchterfahrungen, ob sie aus Syrien kommen, aus Afghanistan, Irak oder dem Iran, so die Informantin. Deutschland sei für sie ein fremdes Land, eine andere Sprache, eine andere Kultur, andere Regeln. Sich in dieser neuen Welt einzuleben sei schwer. Das beginne schon bei der Verständigung. Tja, da denke ich manchmal wirklich darüber nach, ob man vielleicht als Bedingung dafür, dass man hier seine neue Zukunft gestalten darf, schon mal die hiesige Amtssprache beherrschen sollte, bevor man die Grenze übertritt. Solche Regelungen, von denen halten wir hier in Deutschland nicht viel. Und die Folgen, die
dieser Nachlässigkeit in der Gesetzgebung, na gut, die tragen dann die Leute, die solche Berufe dann ausüben. Und auf der anderen Seite sagt sie das jetzt hier mit den Kriegs- und Fluchterfahrungen so, als ob das irgendeine Entschuldigung für das Verhalten darstellen würde. Das ist natürlich kompletter Schwachsinn. Wer aufgrund seiner Kriegs- und Fluchterfahrungen zur Gewalt greift, der hat ein Problem mit seinen Gefühlen. Anders wundert es mich doch, dass irgendwie die ukrainischen Flüchtlinge komischerweise nicht für solche Probleme zu sorgen scheinen. Als hätte das irgendwas mit der Kultur zu tun und nicht mit dem Trauma, was die Leute in sich tragen. Und an dieser Stelle sei natürlich auch nochmal erwähnt, in Syrien herrscht schon seit Jahren kein Krieg mehr. Syrien ist zum Großteil befriedet und es ist natürlich auch gesetzeswidrig, hier Asyl zu bekommen, wenn man über, weiß ich nicht, 7 Drittstaaten, die sicher sind, hier einreist. Aber gut, das ist eine andere Diskussion. Kita-Erzieherin packt aus. Getreten, geschlagen, gebissen, sagt sie hier. Die Kinder werden zu uns in die Einrichtung geschickt, ohne dass sie auch nur ein Wort Deutsch können. Ihre Eltern sprechen auch kein Deutsch. So die Erzieherin zu Focus Online. Das sei nicht nur bei Flüchtlingskindern so, sondern zum Teil auch bei Migrantenkindern, die schon in der zweiten Generation hier leben. Jetzt sage ich an dieser Stelle, könnte man da nicht vielleicht den Schluss daraus ziehen, dass diese Leute vielleicht gar kein Interesse daran haben, einen Grundpfeiler der Integration überhaupt anzunehmen, zum Beispiel für die Verständigung dieselbe Sprache seinen Kindern und sich selbst beizubringen? Offensichtlich hat man kein besonders großes Interesse, ein Mitglied in dieser Gemeinschaft zu werden, wobei man dann an der anderen Stelle fragen muss, in welche Kultur soll man sich denn integrieren? Welche Kultur leben wir vor? Gut, andere Diskussion. Viele Streitereien mit deutschen Kindern würden auf sprachlichen Missverständnissen beruhen, meint die Erzieherin. Wenn ich die Sprache nicht verstehe, dann weiß ich auch nicht, welche Regeln ich befolgen muss. Was? Also ich meine, eigentlich sollte es unabhängig von der Sprache sein, dass man sich nicht gegenseitig ein auf der Omme gibt oder so. Das hat, glaube ich, mehr mit der Kultur zu tun als mit der Sprachbarriere, liebe Frau Erzieherin. Fast zwangsläufig komme es zu Auseinandersetzungen und Aggressionen. Da wird getreten, geschlagen, gebissen. Sie nehmen anderen Kindern die Spielzeuge weg. Das liegt wahrscheinlich auch nur an der anderen Sprache. Manchmal wandern die Sachen auch in den eigenen Rucksack und werden mit aller Kraft verteidigt. Aber Vielfalt ist unsere Stärke, Leute. Die Erzieherinnen bemühen sich redlich, die Wogen zu glätten und den Kindern den Alltag zu erleichtern. Oft geht es nur mit Zeichensprache und Bildkarten. Alter. Diese Kinder werden später also systemrelevante Berufe ausüben, um unsere Rente zu zahlen. Ja? Werden sie von zu Hause aus kein Deutsch kennen, kein Deutsch können und auch nie Deutsch lernen wollen werden, sodass Erzieher mit Bildkarten kommunizieren. Soll es jetzt später in der Schule und dann im Berufsleben genauso laufen? Gut, dann zeigt man ihnen, dass wir in den Garten gehen oder was anziehen wollen. Manchmal würden die Erzieherinnen auch zum Handy greifen, um mit Google Translate irgendwas zu übersetzen. Ausländischen Kindern beizubringen, Deutsch zu verstehen und zu sprechen, sei schwierig und kräftezehrend, sagt die Frau, speziell bei Kindern aus dem arabischen Raum. Naja, und es ist abgesehen davon auch nicht die Aufgabe eines Erziehers, ein Deutschlehrer zu sein. Deswegen sind das zwei unterschiedliche Berufsstände und so. Wir lesen weiter. Kinder und Eltern mit Migrationshintergrund, Doppelpunkt, viel Ärger. Was soll das denn heißen? Zwar gehöre das mittlerweile mehr oder weniger zu den Standardaufgaben von Erzieherinnen, aber eigentlich wäre es sinnvoll, wenn die Kinder zumindest ein paar grundlegende Worte könnten, sagt sie hier, denn die Zeit und die Energie, die man in die Vermittlung von Sprache stecke, Fehler an anderer Seite. Ja, und dieses Problem müssen dann die Erzieher ausbügeln und nicht irgendwie die Eltern. Ach ja, stimmt, die können ja auch kein Deutsch. Doch nicht nur sprachliche Barrieren machten vielen Kita-Mitarbeitenden zu schaffen, auch das Verhalten einiger Kinder und Eltern mit Migrationshintergrund bringe sie zur Verzweiflung. Die Erzieherin nennt ein paar Beispiele. Da sind wir aber gespannt. Wenn Mädchen und Jungen neu in den Kindergarten kommen, gibt es eine Eingewöhnungsphase. Dabei wird das Kind im Beisein eines Elternteils über mehrere Wochen hinweg Schritt für Schritt in ein neues Kita-Leben eingeführt. Mutter oder Vater sind also mit im Kindergarten, soweit so normal. Die Eingewöhnungsphase wurde von den meisten Eltern mit Migrationshintergrund nicht akzeptiert. Die Kinder sind einfach durch den Eingang geschoben worden, Tür zu und die Eltern sind schnell weggerannt. Ähnliche Vorfälle habe es bei Notbetreuungen im Kindergarten etwa während der Corona-Pandemie gegeben. An diesen Tagen durften eigentlich nur Kinder kommen, deren Eltern in Berufen der kritischen Infrastruktur arbeiten. Die haben ihre Kinder trotzdem zu uns gebracht, von morgens bis zur Schließung und sogar darüber hinaus. Hä? Bis nach der Schließung der Kita hat man seine Kinder dort gelassen. Das ist sehr verantwortungsvoll. Ohne Entschuldigung, ohne Verständnis, obwohl die Eltern nicht gearbeitet haben. Jetzt stellt sich natürlich bei mir die Frage, warum lässt man die dann überhaupt die Kinder dort abliefern? Wurde man da eingeschüchtert? Ist man da gutgläubig? Gute Frage. Jetzt geht's hier aber weiter und es wird ja schon fast rechtsextrem. Sie fühlen sich stark, weil sie in der Mehrheit sind, schreibt der Fokus hier. Die Erzieherin berichtet auch von unschönen Szenen zwischen Eltern mit Migrationshintergrund und Eltern, die aus Deutschland stammen. Ich dachte, Vielfalt wäre unsere Stärke, versteht?
dachte ich, so hätten Ausländer deutsche Eltern vor der Einrichtung abgepasst, beschimpft und beleidigt. Sie würden ihre Kinder schlecht erziehen und seien schuld an vielen Problemen im Kindergarten. Leute, ihr müsst euch das mal vorstellen, diese arrogante Anspruchshaltung und diese Ignoranz, Probleme auf die hiesige Bevölkerung abzuwälzen, während man selbst die moralischen und ethischen Werte den Kindern nicht vermittelt, um ein reibungsloses Beisammensein zu gerechtfertigen. Die fühlen sich stark, weil sie in die Mehrheit sind, sagt die Erzieherin. Die drehen den Spieß um. Nicht, wie man es in der Presse oft liest, die bösen Deutschen beschimpfen die Ausländer. Nein, hier ist es genau umgedreht. Das kann nur eine Lüge sein. Reverse Racism besteht gar nicht, meine lieben Freunde. Von einer türkischen Erzieherin ließen sich die Kinder sehr wohl etwas sagen. Ha, und von Männern, egal ob jung oder alt. Aber wir Deutschen sind meistens außen vor. Gerade die Frauen, schimpft die Erzieherin. Fehlende Anerkennung, kein Respekt, abwertende Sprüche. So etwas ist leider an der Tagesordnung. Einmal stand der ganze Clan vor der Tür des Kindergartens. Alter Schwede. Auch mit Eltern solcher Kinder sei sie schon aneinander geraten, erklärt sie. Ich bin von einem Vater bedroht worden, weil ich es gewagt hatte, bei ihm anzurufen, um ihn darum zu bitten, sein krankes Kind abzuholen. Der Mann, ein Syrer, habe angekündigt, er werde sie nachts erwischen. Mir fällt dazu nichts mehr ein, Leute. Ich lese weiter. Einmal habe sogar der ganze Clan vor der Tür des Kindergartens gestanden, die gesamte Familie mit 5 jungen Männern. Die Erzieherin, Doppelpunkt, das war eine Drohgebärde. Wehe, du rufst nochmal an, weil das Kind abzuholen ist. Ich meine, hier wird's doch schon klar. Es herrscht bei dieser Klientel offensichtlich keinerlei Respekt vor irgendeiner Institution, in die sie ihre Kinder schicken. Und das leben die Eltern offen aus und die Kinder offensichtlich auch. Und das alles wohlgemerkt, weil sie anruft, weil das Kind krank ist und deswegen abgeholt werden muss. Das zieht nach sich, dass man ihr sagt, man würde sie nachts erwischen. Das beste Deutschland aller Zeiten, meine Freunde. Unter den schwierigen Bedingungen hätten sie und andere Erzieherinnen sehr gelitten. Das System macht alle kaputt. Meine Kolleginnen werden oft krank. Das ist der hohen Arbeitsbelastung geschuldet. Und am Ende des Tages stehe man ausländischen Eltern gegenüber, die einem ins Gesicht sagen, man sei einfach nur faul, um seinen Job zu machen. Oh, boah. Also in jedem normalen Land, Leute, bei so einem Verhalten, würde man darüber nachdenken, ob man sich nicht nur erstens übernommen hat, sondern man würde darüber reden, Leute, die sich so verhalten, abzuschieben. Bei einigen schlägt das ins aggressive Verhalten um, geht es hier weiter. Die Schilderungen der Erzieherin mögen drastisch sein, vielleicht sogar extrem. Möglicherweise haben andere Einrichtungen ganz andere, positive Erfahrungen mit Migranten und Flüchtlingskindern gemacht. Also eine Einschätzung meinerseits, ich glaube, die haben genau dieselben Probleme. Allerdings erreicht Focus Online ähnliche Berichte aus Niedersachsen, Bremen und Bayern. Auch dort kommt es nach Aussagen von Erzieherinnen und Eltern zu teilweise massiven Problemen mit Kindern aus Zuwandererfamilien. Ich meine, sie haben ja schon einmal Arabisch und Syrisch geschrieben, aber auch hier, Zuwanderer aus Italien, Griechenland, Frankreich? Ich glaube nicht. Beispielhaft sind die Erfahrungen einer Frau, die in einer niedersächsischen Großstadt als Einzelfallhilfe arbeitet. Sie kümmert sich gezielt um verhaltensauffällige Kinder und versucht sie in Kindergartengruppen zu integrieren. Sie sagt, wenn Kinder sich aufgrund der Sprachbarrieren nicht mitteilen können, fühlen sie sich ausgegrenzt und werden unzufrieden. Bei einigen schlägt das in aggressives Verhalten um. Tja, dann wird es doch mal Zeit, dass die Kinder im Kindergarten anfangen, Arabisch zu sprechen, oder? Dann fühlen die sich nicht mehr so ausgegrenzt. Sie berichtet von einem Jungen, der andere Kinder gehauen, am Kopf hochgehoben und geschüttelt hat. Solche Gewalttaten hätten den Rest der Gruppe verunsichert und verängstigt und auch die Eltern beunruhigt. Die negativen Auswirkungen auf das Klima im Kindergarten waren unübersehbar. Erzieherinnen am Ende. Ihre Toleranz ist aufgebraucht, schreiben sie hier weiter. Für Kita-Mitarbeiter sei der Umgang mit Kindern aus Zuwandererfamilien oft mühsam und kraftraubend, erklärt die Mitarbeiterin gegenüber Focus Online. Die zeitaufwendigen Bemühungen, den Kindern zumindest etwas Deutsch beizubringen, was nicht deren Aufgabe ist, führen dazu, dass die anderen Kinder auf der Strecke bleiben. Aber die müssen auch betreut und gefördert werden. Verschärft werde die Situation durch massive Personalsorgen in vielen Einrichtungen. Sie habe in einem Kindergarten gearbeitet, in dem 2 Erzieherinnen für 26 Kinder zuständig waren. Das finde ich puren Wahnsinn. Ja, Kommentar von meiner Seite aus. Das wäre schon wahnsinnig und sehr anspruchsvoll mit 26 Kindern, die deutsch sind. Aber hier haben wir es ja mit Kitas zu tun, bei denen der Großteil der Kinder Migrationshintergrund hat und teilweise kein Deutsch kann. Unzumutbar von meiner Stelle jetzt aus. Die Folgen beschreibt sie so. Viele Erzieherinnen und Erzieher haben gar nicht mehr die Geduld, sich mit den Problemen auseinanderzusetzen, die durch Kinder mit Migrationshintergrund entstehen. Ihre Toleranz ist aufgebraucht. Sie kenne viele Kolleginnen, die anfangs offen waren, neue Kulturen und die sich darauf gefreut hatten, Kinder anderer Herkunft in das deutsche Kita-System einzugliedern. Doch mittlerweile würden sich immer mehr fragen, wofür machen wir das, wenn der Dank von der anderen Seite eh nicht da ist? Ja, eine bittere Erkenntnis an dieser Stelle, meine Freunde. Aber das ist doch etwas,
etwas, aus dem man etwas lernen sollte. Zum Beispiel gewisse Dinge durchzuführen in der Migrationspolitik. Weil dieses Problem ist aus den Handlungen der CDU und SPD in den Jahren 2014, 15, 16 fortlaufend entstanden. Jetzt kommt eine Expertin zu Wort. Birgit Riedel. Klagen sind sicherlich berechtigt. Birgit Riedel vom Deutschen Jugendinstitut in München befasst sich intensiv mit dem Thema Betreuung und Erziehung von Kindern in Kindertageseinrichtungen. Gegenüber Focus Online sagte sie, die erschütternden Schilderungen der Erzieherin seien sicherlich berechtigt. Riedel, ich kenne solche Berichte auch und ich will sie nicht kleinreden. Allerdings dürfte man nicht vergessen, dass aufgrund des teilweise drastisch bemerkbaren Fachkräftemangels Kindertageseinrichtungen ohnehin bereits in vielen Fällen an ihrem Limit sind und die Sprachbarrieren hier allenfalls verschärfend hinzukommen. Was? Ich glaube nicht, dass die Sprachbarrieren hier das einzige Problem sind. Wir haben gerade von Gewalt gehört, wir haben von Familienclans gehört, die vor der Tür stehen und andere Eltern und Erzieher bedrohen. Ich glaube nicht, dass diese Bedrohungslage kleiner wäre, wenn man doppelt so viele Erzieherinnen hätte. Die Expertin weiter, wichtig ist, den Erziehern und Erzieherinnen den Rücken zu stärken, zum Beispiel durch die generelle gesellschaftliche Aufwertung des Berufs. Was? Also die Leute sollen sagen, ey, toll, dass du Erzieher bist und dann, was? Dann hören diese Probleme auf, oder wie? Aber auch durch Fortbildung zu interkultureller Kompetenz, um solchen Situationen souverän und reflektiert begegnen zu können. Das ist wahrscheinlich der allerschlechteste Ratschlag, den ich jemals von irgendeinem Experten gehört habe. Ich meine, grob zusammengefasst sagt sie Folgendes. Man kann diesem Problem nur Herr werden, wenn man den Erzieherinnen neue Kompetenzen vermittelt. Was meint sie denn damit? Kampfsport oder wie? Selbstverteidigung? Die arabische Sprache? Also seien wir doch mal ehrlich. Eine Fortbildung zu interkultureller Kompetenz wird nicht verhindern, dass ein Familienclan vor der Tür steht und der Frau androht, sie nachts zu erwischen. Was soll man denn da mit interkultureller Kompetenz kommunizieren? Wie soll man das ändern? Durch eine Fortbildung. Also diese Expertenmeinung am Ende hat hier ein bisschen was in mir sterben lassen. Es ist klar, wo das Problem liegt. Wir haben uns in der Migrationspolitik maßlos überschätzt und übernommen. Und die Folgen spüren jetzt die Leute, die aus Liebe zum Beruf Erzieherinnen und Erzieher geworden sind. Und dieses Problem kann nur von der Politik gelöst werden. Und zwar in einer Kehrtwende in der Migrationspolitik. Und in jedem normalen Land würde eine Familie, die noch nicht mal die deutsche Staatsbürgerschaft hat und Erzieherinnen und Erziehern Gewalt androht, im nächsten Flieger sitzen. Das ist meine Meinung und ich weiß nicht, wahrscheinlich darf man das im Rahmen der Meinungsfreiheit vielleicht gar nicht mehr sagen. Ich habe es jetzt trotzdem gemacht, meine Lieben. Wenn ihr das anders seht, kommentiert das gerne. Aber ich prognostiziere das Folgende. Der Erzieherberuf wird in Zukunft, wahrscheinlich genauso wie der Lehrerberuf, einer der unattraktivsten überhaupt. Das war ein interessanter Einblick in die Welt der Erzieher. Ich persönlich habe das schon so in dieser Art und Weise vermutet. Ich freue mich, dass der Fokus da mal so einen kritischen Beitrag raushaut. Und es ist auch irgendwie eine Blackpill. In den Brennpunkten haben wir 80% Kinder mit Migrationshintergrund. Die Folgen sind Gewalt, Diebstahl, Bedrohung von Erziehern und Überforderung der Erzieher. Gibt es irgendeine Partei, und damit meine ich nicht die CDU und Friedrich Merz, die irgendeine Art von Kehrtwende genau in diesem Belang der Politik durchführen möchte, von denen man zum Beispiel eine Expertenstimme hätte zu Wort kommen lassen können? Die Antwort ist ja, das wäre die AfD gewesen, aber auch nein, weil die Brandmauer gegen rechts muss vor allem auch unter Journalisten aufrechterhalten bleiben. Das gilt natürlich auch für den Fokus. An dieser Stelle wird der Leser also mit dem Gedanken zurückgelassen, dass die Erzieher einfach nur interkulturelle Fortbildung brauchen und dann wird das alles schon gut werden. Meine Prognose ist, nein, wird es nicht. Manchmal, ganz selten, und das ist in diesem Fall gegeben, sind einfach auch mal wirklich die anderen schuld. Und ich kann es den Migrantenkindern gar nicht verdenken, sich nicht integrieren zu wollen. Warum sollte sich die Mehrheit, zum Beispiel in einer Brennpunkt-Kita, mit 80% Kindern mit Migrationshintergrund der Minderheit in dieser Kita anpassen und ihrer Lebensweise und Kultur. Naja, meine lieben Freunde, kommentiert einfach mal, wie es bei eurem Kind in der Kita aussieht. Ich hoffe besser. Diese Erzieherinnen tun mir leid. Ich glaube, die haben den Beruf wirklich aus der Liebe zum Beruf und aus der Liebe dazu ergriffen, Kinder zu erziehen, wie es der Berufsstand ja nun auch bezeichnet. Auch diese Berufe werden Opfer der nachlässigen Migrationspolitik der letzten Jahre durch CDU und SPD. Und im besten Deutschland aller Zeiten, mit einer großen Brandmauer gegen Recht, wird das auch genauso bleiben. Aber immerhin schreibt man im Fokus mal ein bisschen was Kritisches. Und dafür bin ich ja grundsätzlich ein bisschen dankbar. In diesem Sinne, Migrationspolitik zu kritisieren, schadet nie und f*** PC.